Entspricht deine Tätigkeit, die du gerade machst, entspricht die deinem Stundenlohn? Und wenn das nicht so ist, warum machst du das dann? Herzlich willkommen. In diesem Video geht es um das Thema Fokus, wie du wirklich im Fokus bleibst. Irgendwann bin ich mal morgens ins Büro gekommen, die Aufzugtür geht auf und einer meiner wichtigsten Mitarbeiter liegt im Flur auf dem Boden mit einem Akkuschrauber und schraubt gerade IKEA-Tische zusammen. Und ich frage ihn, sag mal, Carsten, was machst du da? Und Carsten sagt, ja, ich schraube die IKEA-Tische zusammen. Ja, sage ich, das sehe ich, aber warum machst du das? Er sagt, ja, weil kein anderer da ist. Und es geht schnell, ich bin schon fast fertig. Ja, aber Carsten, weißt du, was das kostet? So, und jetzt kommen wir zu dem einzelnen Punkt, nämlich, bitte, mach mal eine Stundenlohnanalyse. Ich weiß, das Video ist jetzt eher für selbstständige Unternehmer, Führungskräfte. Mach mal eine Stundenlohnanalyse. Geh mal hin und nimm mal das Bruttojahreseinkommen, ja? Oder Nettojahreseinkommen, je nachdem, wie du rechnen willst. Nimm mal dein Jahreseinkommen geteilt durch die Anzahl der Stunden, die du normalerweise pro Woche arbeitest, respektive pro Tag arbeitest. Und jetzt kommst du auf einen Stundenlohn. Bei einem Praktikanten, der irgendwie 450 Euro im Monat bekommt, liegt der Stundenlohn unter einem Euro. Wenn du einen Azubi hast, liegt der Stundenlohn irgendwo bei 2 bis 3 Euro. Wenn ich Carsten nehme und seinen Stundenlohn ausrechne, liegt der deutlich, deutlich höher. So, und jetzt ist die Frage, entspricht deine Tätigkeit, die du gerade machst, entspricht die deinem Stundenlohn? Und wenn das nicht so ist, warum machst du das dann? Weißt du, was das kostet? Um im Fokus zu bleiben, ist das eine sehr, sehr schöne Übung. Nämlich sich immer wieder zu fragen, entspricht die Tätigkeit, die ich gerade mache, meinem Stundenlohn? Oder gäbe es jemanden anders, der für weniger Geld das genauso gut oder fast genauso gut könnte? Oder vielleicht sogar besser könnte? The Wolf of Wall Street, Jordan Belfort, der hat in einem Buch mal geschrieben, wenn wir einen bei uns aus dem Team beim Rasenmähen gesehen hätten, der wäre gesteinigt worden. Diese Leute, die da arbeiten, haben 6-stellig verdient, 7-stellig verdient, als Broker, als Verkäufer. Und dann gehst du nicht in den Garten und mähst deinen eigenen Rasen. Dafür kannst du dir, wenn du so viel Geld verdienst, kannst du 10 Leute anstellen, die deinen Rasen mähen. Also, entspricht deine Tätigkeit, die du gerade machst, entspricht die deinem Stundenlohn? Das hilft unglaublich, weil ich dann oft hingehe und sage, okay, ich weiß, was meine Assistentin kostet pro Stunde und ich überlege dann, gibt es bei mir im Team jemanden, der das genauso gut könnte oder fast genauso gut, der aber weniger Geld kostet? Und dann ist es ganz oft so, dass ich meiner Assistentin sage, da bist du viel zu teuer für. Dass ich meinen Führungskräften sage, da bist du viel zu teuer für. Sucht euch einen anderen, dessen Stundenlohn deutlich niedriger ist. Bitte, es geht nicht um Wertschätzung. Ich wertschätze jeden Mitarbeiter, egal ob Praktikant oder Azubi oder Führungskraft. Ich wertschätze alle. Aber es hilft, einfach mal zu reflektieren, entspricht das gerade deinem Stundenlohn? In dem Sinne, denk mal drüber nach, ob die Dinge, die du machst, wirklich dem entsprechen, was du dafür bekommst. Wenn dich das Thema Fokus interessiert, dann empfehle ich dir einen Online-Kurs von mir.
nämlich Laserfokus. In 30 Tagen zum Laserfokus. Das ist, also diese Stundenlohnanalyse ist eine von, ich würde sagen, zwischen 50 und 100 Techniken habe ich in diesem Online-Kurs drin, wie du besser im Fokus bleibst. Also wenn das für dich ein Thema ist, wenn du sagst, boah, ich lasse mich so schnell ablenken, ich mache Dinge, die nicht wirklich zielführend sind, ich kann mich schwer motivieren, dann hol dir diesen Online-Kurs. Irgendwo rund um dieses Video gibt es einen Link, klick auf den Link und dann bekommst du mehr Informationen, was steckt da genau drin. Und dann hol den Kurs, arbeite ihn durch und tu das, was du dort lernst. Und du wirst erfolgreicher sein, du wirst dich besser fokussieren und du wirst mehr Geld verdienen. Versprochen, garantiert, mach es jetzt.